Willkommen zum Markteinführungstutorial des Sitrans LR 560. Mit dem Menü links oder den Bedientasten unten am Bildschirm können Sie im Tutorial navigieren. Der Füllstand in Schüttgutapplikationen kann auf verschiedene Arten gemessen werden. Die Radartechnologie eignet sich besonders gut und erfährt deshalb höchste Wachstumsraten. Radar arbeitet mit elektromagnetischen Wellen, die kein Trägermedium benötigen. Deshalb ist Radar praktisch unbeeinflusst von Dampf, Druck, Temperatur oder Staub. Das LR 560 Radar in Zweileitertechnik bietet niedrige Installationskosten. Das Plug-and-Play-Gerät zeichnet sich durch die Echo-Verarbeitung mit Process Intelligence, schnelle Konfiguration, verschiedene Kommunikationsoptionen und praktische Wartungsfreiheit aus. Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl: 40 Meter Messbereich, 100 Grad Celsius am Prozessanschluss und 100 Meter Messbereich, 200 Grad Celsius am Prozessanschluss. Das LR 560 Radar bietet eine einzigartige Linsenantenne, die in staubigen Umgebungen sehr effizient ist. Mit seiner 78 GHz Frequenz besitzt das LR 560 Radar einen Öffnungswinkel von 4 Grad. Dies erlaubt die Installation des LR 560 an praktisch jeder Stelle auf dem Silo, beziehungsweise an Stellen, wo Radargeräte niedrigerer Frequenz, wie zum Beispiel LR 460, eine Antennenverlängerung erfordern. Beispiel: Ein 25 GHz Radar Messumformer würde eine große Parabolantenne erfordern, um einen Öffnungswinkel von 4 Grad zu erhalten. Niederfrequente Radargeräte können den Füllstand im Konusbereich nicht zuverlässig messen, und auch TDR-Messgeräte haben je nach Einbauort Schwierigkeiten. Die schmale Strahlkeule des LR 560 lässt sich dagegen einfach auf typischerweise schwierige Bereiche ausrichten. Hier können Sie den Unterschied sehen zwischen einem Echoprofil des LR 560 mit schmalem Öffnungswinkel und dem LR 460 mit breiterer Strahlkeule. Die Störsignale bei dem LR 560 sind wesentlich niedriger, da die Schweißnähte im Silo von der schmalen Strahlkeule nicht erfasst werden. Das LR 460 Radar kann das Nutzecho vom Füllstand nur ermitteln, nachdem die Funktion der automatischen Störecho-Ausblendung angewendet wurde. Und selbst damit sind die Anzeigewerte nur bedingt stabil. Bei dem LR 560 erhielt man dieses Echoprofil sofort nach Einbau und Einstellung mit den grafischen Schnellstartassistenten. Es war keinerlei Feinjustierung erforderlich. Am Schüttkegel fast aller Schüttgücher wird das übertragene Signal verspiegelt. Ein Signalanteil wird direkt und ein anderer indirekt zurückgeworfen. Ergebnis sind komplizierte Signale und ein Messwert trifft. Stellen Sie sich vor, wie ein Wasserball, in Klammern 10 GHz, auf eine Treppe fällt und schräg davon abprallt. Ein Pingpongball dagegen wird fast immer direkt zurückgeworfen. Die hohe 78 GHz Frequenz des LR 560 minimiert dieses Problem und sorgt wie der Pingpongball für hervorragende Reflexionseigenschaften, selbst bei hohen Schüttkegeln. Herkömmliche Radarmessumformer arbeiten mit Horn- oder Parabolantennen, die zu Staubablagerung neigen. Wenn es zu Materialablagerung kommt, kann es nötig sein, nachträglich eine Staubschutzabdeckung oder optionale Luftspülung einzubauen, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Linsenantenne des LR 560 ist unempfindlich gegenüber Materialablagerung und die Luftspülfunktion ist mit inbegriffen, ohne zusätzliche Kosten. Bei den meisten trockenen Schüttgütern ist keinerlei Wartung oder Reinigung erforderlich. Die Linsenantenne des LR 560 ist mit 68 mm sehr klein und passt daher problemlos auf die meisten Siloöffnungen bzw. Montagestutzen. Ein optionaler Verstellflansch hilft bei der Ausrichtung des LR 560 auf den richtigen Winkel. Die Strahlkeule kann damit auf die gewünschte Stelle gerichtet werden, zum Beispiel auf den unteren Bereich des Konus. Einige Kunden bevorzugen Bedientasten zum Programmieren, andere ein Infrarot-Handprogrammiergerät. Siemens bietet beides. Im Deckel des Messumformers LR 560 finden Sie ein Begleitheft mit einer Kurzanleitung und mit dem grafischen Schnellstartassistent ist die Programmierung ein Kinderspiel. Das LR 560 lässt sich in weniger als einer Minute in Betrieb setzen. Das Display des LR 560 ist hintergrundbeleuchtet und drehbar, für eine mühelose Ansicht und Inbetriebnahme, unter schlechten Lichtverhältnissen und von jeder Position aus. Das LR 560 unterstützt 5 Sprachen.
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Chinesisch. Das LF560 bietet verschiedene Programmierungsmöglichkeiten, darunter Simatic PDM, Pactware, Emerson AMS, E&H Fieldcare oder Hart Handheld Geräte 375 oder 475. Die EDDs für diese Tools stehen bereits im Internet zur Verfügung. Drei verschiedene Kommunikationsprotokolle sind verfügbar: Hart, Profibus PA und Foundation Fieldbus, in drei separaten Elektronikmodulen geliefert. Das LF560 ist das erste Radargerät, das alle drei Protokolle zum Zeitpunkt der Markteinführung bereitstellt. Dank der schmalen Strahlkeule des LF560 werden feste Störobjekte an den Seitenwänden des Silos nicht gesehen, so dass die automatische Störecho-Ausblendung nur in sehr seltenen Fällen angewendet werden muss. In den allermeisten Installationen wurde lediglich der einfache Schnellstart verwendet, ohne jegliche Feinjustierung der TVT-Kurve. Das Echo-Profil, das wir bereits gesehen haben, veranschaulichte die einfache Auswahl des Nutzechos dank der schmalen Strahlkeule des LF560. Sollten dennoch Störechos im Profil auftauchen, werden sie von der Process Intelligence verarbeitet, um weiterhin zuverlässige Messwerte zu liefern. Process Intelligence arbeitet mit verschiedenen Algorithmen, in Klammern Area Largest First bzw. Fläche Größtes Erstes, der automatischen Störecho-Ausblendung sowie der dynamischen TVT-Kurve, um zuverlässige Messwerte zu gewährleisten. Das LF560-Radar wurde hunderten von Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es den extremen Bedingungen im Feld gewachsen ist. Das Edelstahlgehäuse eignet sich für alle Bereiche und widersteht schwierigsten Umgebungen. Mit seinen vielen Merkmalen meistert das LF560 seine Aufgaben. Edelstahlgehäuse, Schutzart IP68, Vergusskapselung, austauschbare Elektronik, Ex-Zulassungen, Luftspülung und optionale Sonnenblende. Das LF560 wurde erfolgreich bei der Messung von zum Beispiel Zement, Heißmischasphalt, Kunststoffgranulat, Talkum, Kalk und Kunststoffpulver verwendet. In all diesen Applikationen wurde das LF560-Radar mit den Schnellstartassistenten in Betrieb genommen und war in wenigen Minuten betriebsbereit. Nun wollen wir das Betriebsverhalten des LF560 und des LF460 anhand einiger Anwendungsbeispiele näher betrachten. Schmale Strahlkeule mit Einbauten. Selbst bei hohen Montagestutzen bringt das LF560-Radar dank seines schmalen Öffnungswinkels im Allgemeinen gute Leistung, auch ohne mechanische Umbauten am Silo. Beim LF460 können bestimmte mechanische Veränderungen erforderlich sein, weil er einen größeren Öffnungswinkel besitzt. Messbereich größer als 40 Meter. Das LF560 ist auch in großen Messbereichen von mehr als 40 Meter leistungsstark, wenn das Material einen hohen DK-Wert hat. Das LF460 besitzt einen etwas höheren Rauschabstand. Verwenden Sie deshalb bei sehr schwierigen Produkten, bei denen das Signal nicht stark genug ist, das LF460-Radar. Das LF460 eignet sich besonders für Produkte mit sehr geringer Schrittdichte und extrem niedrigem DK-Wert. Bei feinkörnigen Produkten wie Zucker oder Sand ergibt die kurze Wellenlänge des LF560 eine gute Reflexion. Das LF460 eignet sich gut für Produkte mit niedrigem DK-Wert und geringer Dichte, wie zum Beispiel trockenem Holzmehl. Für einfache Applikationen kann eine Fernanzeige Sitrans RD200 von Siemens das LF560-Radar mit 24 Volt versorgen und einen Anzeigewert bereitstellen, wo immer Sie ihn brauchen. Für komplexere Applikationen, die zum Beispiel einen Internetzugang oder Alarmmeldung an ein Handy erfordern, eignet sich das Sitrans RD500. Bei der Verwendung einer kontinuierlichen Füllstandmessung
ist es immer empfehlenswert, eine Sicherung zu haben. Der Grenzstandmelder Sitrans LPS 200 von Siemens kann als Filzstandschalter eingesetzt werden. Das Sitrans LF 560 ist der erste Radarmessumformer mit 78 GHz. Dank seiner schmalen Strahlkeule, kurzen Wellenlänge und innovativen Linsenantenne bietet er ein außerordentliches Einfachstartverhalten. Echo-Verarbeitung mit Process Intelligence, Kommunikations- und Konfigurationsoptionen. Das Sitrans LF 560 ist der zuverlässige und einfache Radarfüllstandmessumformer.